Die Brandmauer ist weg! 986 Tage lang hat sie uns Friedrich Merz aufoktroyiert. Manche sagen oktroyiert. Die Diskussion habe ich gelesen unter meinem Video. Und jetzt sagt er, das Wort Brandmauer haben wir nie benutzt. Es wurde uns in den Mund gelegt. Er distanziert sich davon. Leute, knapp 1000 Tage hat es gedauert, bis Friedrich Merz seine eigene Aussage vom 23. Dezember 2021 vergessen hat. Ich habe den Spiegelartikel dabei, in dem er sagt, Zitat, mit mir wird es eine Brandmauer gegen die AfD geben. Und ich habe dabei das Interview der Deutschen Presseagentur von heute, 4. September 2024, in dem er sagt, das ist uns angedichtet worden, er habe das Wort nie benutzt. Und weil das Ganze nicht gut genug ist, habe ich euch mitgebracht Dr. Bernd Baumann aus Hamburg, der wird ja auch nächstes Jahr gewählt, der in der Runde nach der Wahl einmal erklärt hat, warum die Brandmauer von der CDU gar nicht mehr existieren kann. Es ist also wirklich spannend. Also bleibt dran bis zum Schluss, heute wieder voller lustiger Informationen. Ansonsten müssten wir teilweise ja weinen. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist schon phänomenal, wie Politiker auf einmal dann sich aus einer Situation versuchen herauszuwinden, was gar nicht so einfach ist. Und sie machen den Stangentanz im Moment, weil sie ja alle mit dem viel gemäßigteren Bodo Ramelow in Thüringen koalieren würden, anstatt mit Sarah Wagenknecht. Das ist völliger Wahnsinn. Frau Wagenknecht sitzt nicht mal im Thüringer Landtag, aber das ist nur der Nebenkriegsschauplatz. Wir schauen uns hier an, was Friedrich Merz hier gesagt hat. Und zwar, er wurde gefragt, weil Winfried Kretschmann, noch Ministerpräsident in Sachsen, geäußert hat, dass man den Begriff der Brandmauer gegenüber der AfD nicht mehr äußern sollte. Darauf sagt Friedrich Merz, Parteichef der CDU, Zitat, das Wort Brandmauer hat nie zu unserem Sprachgebrauch gehört. Das ist uns immer von außen aufgenötigt worden. Das Zitat geht noch weiter. Ich brauche mich nicht von einem Begriff zu distanzieren, den ich selber nicht eingebracht habe. So wie mit den kleinen Paschas, oder wie muss ich das verstehen? Lieber Fritze, Friedrich, keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir noch einmal in die Spiegelausgabe, die Spiegel-Online-Ausgabe vom 23. Dezember 2021. CDU, Friedrich Merz geht auf Angela Merkel zu und will die Brandmauer Richtung AfD. Damals hatte er ein großes Interview gegeben und hier hat er gesagt, Zitat Friedrich Merz, die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Wir sind nicht die XYZ-Partei, die mit jedem kann. Wir sind die CDU. Er will von Anfang an, Zitat, sehr konsequent sein. Dann hat er noch ein Franz Josef Strauß Zitat gebracht, aber jetzt kommt das eigentlich Spannende, wie er es gesagt hat. Zitat Friedrich Merz, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Das ist dokumentiert und damit ist Friedrich Merz hier überführt, der Lüge überführt, der politischen Lüge eindeutig überführt. Aber was soll man sagen, wenn doch die CDU jetzt eigentlich in ihren Brandmauern oder Gefängnismauern, wie mancher Kommentator sagt, gefangen ist. Bernd Baumann von der AfD, Bundestagsfraktion, erster parlamentarischer Geschäftsführer in der ersten Wahlperiode, in der zweiten Wahlperiode für die AfD im Deutschen Bundestag, bringt es hier mal ganz genau auf den Punkt, dass dieses Gerede über die Brandmauer völlig inhaltslos und ohne Substanz ist. Hören wir mal rein. Herr Baumann, Alice Weidel fordert nach Solingen einen Einwanderungsaufnahme- und Einbürgerungsstopp für mindestens 5 Jahre. Das wäre faktisch eine Abschaffung des Menschenrechts auf Asyl und ein Ende jeglicher Zuwanderung. Unterstützen Sie diese Forderung? Also das
Asylrecht, politisch Verfolgte, wie es im Grundgesetz steht, das unterstützen wir. Diese ungeheure Sozial- und Wirtschaftsmigration millionenfach aus Orient und Afrika, das ist das, was wir abstellen wollen. Das ist das, was die Wähler abstellen wollen. Das ist das, was die CDU jetzt übernommen hat. Ich bin ja im Innenausschuss. Die Anträge sind 1:1 identisch. Zurückweisung an der Grenze nach Dublin, Abschieben, Afghanistan, Syrien, diese ganze Programmatik. Das sind alles die Punkte gewesen, wegen deren die CDU mal gedacht hat, wir machen eine Brandmauer gegen die AfD, weil es ist ja menschenfeindlich und inhuman und so. Jetzt macht sie es selber, weil es war vernünftig. Unsere Warnungen waren richtig, unsere Forderungen waren richtig. Und die Wähler wollen das. Also wovon keine Partei spricht, im Gegensatz zu Ihnen, ist die millionenfache Remigration, wie Sie das nennen. Die können das nennen, wie sie wollen. Da geht es jetzt um Worte. Wir haben 600.000 Syrer, die wieder zurückgeführt werden könnten. Dänemark macht das bereits. Wir haben Afghanen, da kommen sie schnell auf hohe Zahlen. Das ist doch was, was die Bevölkerung will. Das ist doch nicht, was wir uns ausgedacht haben. Die Bevölkerung hat Angst. Die fühlt sich fremd im eigenen Land. Das ist es. Und deshalb wählen die uns. Sie glauben jetzt noch der CDU. Und 70% der Parteimitglieder im Osten wollen mit uns zusammenarbeiten in der neuesten Umfrage der CDU-Mitglieder. Ich bin mal gespannt, wie lange die CDU sich gegen diese Logik wehren kann, wo sie doch unsere Themen übernommen hat, während deren sie meine Brandmauer gemacht hat. Die ist logisch hinfällig. Da hat er vollkommen recht. Wie gesagt, ich war jahrelanger Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Ja, ich war Mitarbeiter von Abgeordneten. Ich habe das also aus erster Hand alles gesehen, weil ich quasi die rechte Hand von Bundestagsabgeordneten gewesen bin. Das Problem jetzt hier ist, Bernd Baumann hat recht und die CDU, sie weiß auch, dass er recht hat, aber sie versuchen jetzt hier mit der Brechstange, was ich gestern in einem Video quasi angedeutet habe, sie wollen die Leute auf Biegen und Brechen zurückholen zur CDU. Und das wollen sie, indem sie die Abgrenzung zur AfD weiter oben halten und ihre Positionen einfach kopieren, damit das Original, die CDU, dann am Ende hier die Leute abschiebt. Bernd Baumann hat aber vollkommen recht. Millionenfache Remigration. Die Leute, es ist völliger Wahnsinn. Wir haben eigentlich einen demografischen Wandel. Jetzt haben wir uns Leute ins Land geholt, die uns auf der Tasche liegen, die hier nichts beitragen. In Summe nichts beitragen. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und wir haben ja über 700.000 Ukrainer ins Land gelassen, 1,1 Millionen Afghanen und Syrer. Das sind jetzt drei Nationen, wir kommen fast auf 2 Millionen Menschen. Im Aufenthaltsgesetz steht jetzt schon drin, dass wir, wenn Tatsachen bekannt werden, dass der Aufenthaltstitel aufgrund falscher Tatsachen ausgestellt wurde, und egal, ob das ein Aufenthaltstitel zum Aufenthalt eines Ausländers ist oder ob das am Ende ein Titel ist, der dann zur Einbürgerung dient, wenn das aufgrund falscher Tatsachen passiert ist, können wir die Leute ausbürgern, den Aufenthaltsstatus entziehen und sie remigrieren. Remigrieren ist immer noch der Fachbegriff für Abschieben. Ja? Ich habe euch den Stempel schon mal gezeigt vom Auswärtigen Amt, wenn sie die Unterlagen stempeln. Bernd Baumann im Innenausschuss, Mitglied, er hat das hier vollständig richtig erkannt. Die CDU kopiert einfach die Anträge aus der 19. Wahlperiode der AfD, schreibt CDU drauf, und vertraut darauf, dass der Wähler am Ende nicht drauf reinfällt. Im Moment werden wir von der grünen Minderheit hier in einer Diktatur gefangen gehalten. Ihr müsst euch mal überlegen, eine 10%-Partei ist es, die die ganze Nation in Geiselhaft nimmt, weil sie die Grenzen nicht schließen wollen, weil sie sie offen halten wollen. Eine kleine Minderheit sorgt dafür, dass wir hier abgestochen und vergewaltigt werden. Und das ist nicht übertrieben, das ist Tatsache inzwischen, das hat jeder erkannt, dass es in diesem Lande nur noch einen Weg gibt und der geht steil nach unten. Der Weg, den Boeing kennt, einfach steil nach unten. Den Weg, den VW auch jetzt eingeschlagen hat, einfach steil nach unten. Wir sind schon nicht mehr am Abgrund, wir sind mitten im Abgrund nach unten und das ist ziemlich steil, muss ich euch sagen. Sie merken es aber nicht, die kleinen grünen Sektierer, könnte man schon fast behaupten, sie halten Deutschland in Geiselhaft. Sie halten 83 Millionen Menschen in Geiselhaft dafür, dass sie noch nicht mal 10 Millionen Wählerstimmen kriegen, wenn wieder gewählt wird, damit die uns auf der Nase herumtanzen und sagen, in die Maghreb-Staaten schieben wir nicht ab und hier nicht und da nicht und boah, Leute, wie lange wollt ihr noch? Wollt ihr aus dem Bundestag fliegen, liebe Grüne? Es wird leider nicht passieren, dafür gibt es viel zu viele
die hier dieser Woken-Ideologie unterlegen sind und denken, die Grünen machen was für die Umwelt, die Grünen machen was für die Menschen. Dabei geht es ihnen am Ende niemals um die innere Sicherheit, niemals um inneren Frieden, um soziale Gleichheit. Es geht ihnen immer nur um Ideologie. Genau das ist es, was man jetzt sieht. Die Parteien, sie sind sich quasi alle einig. Ja? Also die einzigen, die vielleicht die sich nicht einig sind, sind die Linken. Selbst BSW ist dafür. Und dann kommen die Grünen und sagen, nee, also zurückweisen an der Grenze, das können wir nicht machen. Also dann wären wir ja ein souveräner Staat. Das haben sie jetzt nicht gesagt, aber so ähnlich stelle ich mir dieses Gedankenkarussell bei denen da oben vor. Das hat auch mit Cannabisrauchen nichts zu tun, wenn das Leute hier immer meinen. Dafür muss man schon halluzinierende Dinge nehmen, LSD, Pilze, keine Ahnung, könnte mal nach Kreuzberg fahren. Gibt's da alles zu kaufen? Görlitzer Park gibt sowieso alles zu kaufen, aber es ist völliger Wahnsinn hier. Friedrich Merz wollte uns einen Bären aufbinden. Er hätte das Wort Brandmauer nie gesagt. Da sieht man mal, er baut jetzt ganz stark zurück. Wie das am Ende ausgeht, Koalition, CDU, AfD, halte ich immer noch für ausgeschlossen. Zumindest auf Bundesebene für ausgeschlossen. Auf Länderebene müssten sie das jetzt mal dringend, dringend erledigen. Aber wir haben jetzt ganz andere Probleme. Der Thüringer Verfassungsschutz, er dreht jetzt vollständig frei. Alle Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums haben kein neues Landtagsmandat, sie sind also weg. Und eine neue Kommission kann nur mit Stimmen der AfD gewählt werden, wegen der Sperrminorität. Also zwei Drittel des Thüringer Landtages müssen die Mitglieder der Kontrollkommission wählen. Das heißt, die AfD muss allen Mitgliedern der anderen Parteien zustimmen. Der Preis wird sicher sein, dass man dann selbst einen Vertreter in das Gremium entsendet. Und das werden sie niemals tun. Denn Herr Haldenwang hat schon angekündigt, dann wird Thüringen aus dem Länderverfassungsschutzbund herausgeworfen. Sie wollen die AfD beobachten und wollen sie dann nicht dabei haben, wenn wenigstens einer kontrolliert, ob man sie richtig beobachtet. Nein, jetzt haben wir einen Inlandsgeheimdienst in Deutschland, der die Verfassung bricht, indem er unkontrolliert arbeitet. In meinen Augen müsste Ramelow sofort die Tätigkeiten des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen einstellen, bis ein Kontrollgremium wieder eingesetzt ist. Aber Verfassung, Ramelow, Thüringen, das sind drei Worte, die passen niemals in einen syntaktisch sinnvollen Zusammenhang, denn es ist ein Linker und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, abonniert meinen Kanal, abonniert auch X und Telegram für unzensierte Bilder und vor allem für Benachrichtigungen meiner Videos, wenn YouTube euch mal wieder im Stich lässt. Erst gestern wieder passiert und wenn du sowieso die Schnauze voll hast, schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei. Und damit sage ich ciao, bis bald.